angesprochen. Der Versuch, also Kriege und Krisen mit welchen Mitteln auch immer zu beenden, ist drängender und dringender denn je. Und deswegen ist in der Tat einer dieser Ansätze die sogenannte zivile Krisenprävention, was sich dahinter verbirgt, was es möglich macht, wo möglicherweise auch die Grenzen dieser zivilen Krisenprävention liegen. Das kann ich jetzt besprechen mit Sibylle Pfeiffer, der entwicklungspolitischen Sprecherin der Unionsfraktion. Guten Morgen Ihnen. Und mit Katrin Vogler aus der Linksfraktion. Sie ist Obfrau im Unterausschuss für eben genau dieses Thema, nämlich zivile Krisenprävention. Wir wollen erstmal unseren Zuschauern, die möglicherweise eine Ahnung haben, aber vielleicht auch nur eine Ahnung, erstmal verdeutlichen, worum es überhaupt geht. Was sind für Sie, Frau Pfeiffer, die entscheidenden Punkte bei der zivilen Krisenprävention? Der entscheidende Punkt ist natürlich, der Krisen erst gar nicht entstehen zu lassen. Das heißt, dass wir gar nicht feststellen, wenn Krisenprävention tatsächlich erfolgreich ist, weil Krisen einfach nicht entstehen. Das heißt, wir haben Konfliktparteien, wo wir versuchen, sie zu lösen, bevor sie entstehen, durch entsprechende Maßnahmen. Ich bin Entwicklungspolitikerin. Ich bin fest davon überzeugt, dass erfolgreiche Entwicklungspolitik genau auch da ansetzt, weil wir wissen, dass Menschen, die in Armut leben, Menschen, die keine Bildungsperspektive haben, Menschen, die krank sind, sehr wohl eher noch Angriffsfläche bieten an alle die, die Konflikte schüren möchten. Und insofern glaube ich, ist Entwicklungspolitik per se schon mal Friedenspolitik und konfliktlösende oder vielleicht ein präventiver Ansatz. Gelingt in Großteil der Fälle, weil wir sie ja dann auch nicht mehr hören. Aber in den Fällen, wo wir dann den Konfliktausbruch haben, ist natürlich die Konfliktlösung auch viel, viel schwieriger. Die Grenzen sind natürlich da gesetzt, weil Sie danach fragen. Es müssen immer zwei Parteien sein, die das wollen. Dann können sie vermittelnde Rolle und auch moderatierende Rolle übernehmen. Aber es müssen zwei Parteien wollen und sie müssen konfliktlösungsorientiert arbeiten. Wenn sie das nicht tun, dann können sie so lange Konfliktlösungspolitik machen, wie sie wollen. Dann funktioniert es einfach nicht. Es gibt, wer hätte es gedacht, auch bei diesem Thema natürlich unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedliche Akzentuierungen zwischen beispielsweise Union oder aber auch der Linksfraktion. Frau Vogler, trotzdem erstmal, damit wir einen Eindruck bekommen, wo Sie überhaupt besonders drauf gucken. Was sind für Sie die zentralen Punkte oder sind Sie mit dem, was Frau Pfeiffer sagt, eigentlich völlig einig, an der Stelle zumindest? Na, an der Stelle der Prävention sind wir wahrscheinlich relativ einig, außer dass ich noch dazu sagen würde, man muss bei der Prävention auch mehr darauf gucken, was wir eigentlich für Anteile an der Entstehung von Konflikten haben. Also was unsere Gesellschaft oder auch unsere Regierungspolitik dazu tut, um den gewaltförmigen Ausbruch von Konflikten überhaupt erst zu ermöglichen und eben nicht präventiv zu handeln. Ich glaube, wo wir unterschiedlicher Auffassung sind, ich bin der festen Überzeugung, dass man auch in bereits eskalierten Konflikten gewaltfrei intervenieren kann, dass man eingreifen kann, ohne immer gleich zum Mittel des Militärs zu greifen. Dafür gibt es inzwischen auch gute Belege. Es gibt eine neue Studie von Erika Chenoweth aus Amerika, die belegt, dass gewaltfreies Handeln in Konflikten viel erfolgreicher ist als Handeln mit Gewalt. Und zwar egal, ob das von Seiten des Staates ausgeht oder von Seiten beispielsweise von Aufständischen oder Menschen, die etwas verändern wollen. Nehme ich doch direkt mal auf. Nehmen wir uns die zwei im Moment größten Krisen, die wir oder Kriege sogar, in die wir raus. Gucken wir in die Ukraine oder gucken wir nach Syrien, Nordirak. Kämen Sie da mit ziviler Krisenprävention tatsächlich noch weiter? Ich glaube, wenn wir uns die Ukraine angucken, gerade wenn wir uns die Ukraine angucken, kommen wir eigentlich nur mit ziviler Konfliktbearbeitung weiter. Denn es ist eigentlich allen klar, dass einen größeren militärischen Konflikt ein Eingreifen von außen, der vielleicht zu einem Krieg zwischen dem Westen und Russland führen könnte, dass den niemand wollen kann. Deswegen müssen wir verstärkt auf die Mittel der zivilen Konfliktbearbeitung setzen. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Menschen, und es ist auch in diesem Konflikt die Mehrheit der Menschen, die unter dem Konflikt einfach nur leiden und unter der Gewalt leiden, dass die gestärkt werden, dass sie die Möglichkeit kriegen, auch ihre eigenen Interessen wieder zu vertreten und in die Hand zu nehmen. Sie haben eben betont, dass man im Vorfeld natürlich sehr viel machen kann und muss, hat Frau Vogler auch gesagt. Wie sehen Sie die Chancen bei laufenden Konflikten, bei oder auch eskalierenden Krisen oder Kriegen mit diesem Mittel, das Frau Vogler eben angesprochen hat, noch was zu retten? Extrem viel schwieriger. Keine Frage. Es ist immer besser, einen Konflikt erst nicht entstehen zu lassen. Am Falle Ukraine sehen wir aber jetzt, dass selbst Frau Bundeskanzlerin zusammen mit Herrn Hollande auf dem Weg nach Moskau sind, um genau dieses zu erledigen.
Manchmal gehört auch ein sanfter Druck dahinter, wie zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, Sanktionen in dem Zusammenhang, um überhaupt erstmal Gesprächsbereitschaft herzustellen. Trotzdem stehe ich dazu, zu lösen ist das Problem nur zwischen Ukraine und Moskau letztendlich, zwischen Kiew und Moskau. Vermittelnde Rolle, wie es Frau Merkel und Herr Hollande jetzt wollen, auch mit Vorschlägen, wie man es vielleicht zumindest mal auch zu einem Waffenstillstand kommen kann, weil das Schlimme ist natürlich, da hat Frau Vogler recht, die Menschen, die darunter leiden, die eigentlich teilweise sicherlich auch in den Konflikt beteiligt waren, auf beiden Seiten, irgendwo instrumentalisiert, auch von ihren jeweiligen Regierungen. Aber ich sag mal, jetzt da noch was zu retten, ist in unser aller Interesse. Deshalb begrüße ich sehr, dass beide, Herr Hollande und Frau Merkel, jetzt dort eingreifen und auch Vorschläge machen. Wir werden sehen, wie die Konfliktparteien darauf reagieren. Gehen wir zurück zum klassischen Bild der Prävention. Sagen Sie uns ein Beispiel, wo möglicherweise gerade oder vielleicht sogar ganz konkret, wo gerade Versuche im Gange sind, eine Krise, eine größere Krise zu verhindern, möglicherweise auch einen Krieg, und wie das dann abläuft. Schließe da an, was ich vorhin schon gesagt habe, was wir aus entwicklungspolitischer Sicht machen können. Ich sag mal, relativ erfolgreich waren wir ja, Tunesien nehme ich mal als Beispiel. Wir hatten den arabischen Frühling, haben alle gedacht, okay, jetzt innerhalb kürzester Zeit kriegen wir Stabilität, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit in diese Länder, ist teilweise nicht erfolgt, obwohl wir versucht haben, mit Beratungen von unter Einbeziehung von politischen Stiftungen, von Kirchen, von Nichtregierungsorganisationen Stabilität herzustellen. In Tunesien zum Beispiel ist es gelungen. Die Tunesier sind auf einem guten Weg und wir stehen halt für diese Werte. Wenn die Werte, die wir vermitteln wollen, auch anerkannt werden von den entsprechenden Parteien, dann haben wir durchaus auch Erfolg. Wir haben gehört, es gibt ganz viel Übereinstimmung in der Frage, was auch logisch ist und schlüssig. Wo sehen Sie trotzdem Punkte, wo Sie sagen, da tut die Bundesregierung derzeit zu wenig, da müsste mehr passieren, da würden wir die Akzente auch gänzlich anders setzen? Naja, der Kern des Aktionsplans Zivile Krisenprävention, der jetzt ja 10 Jahre alt ist, war eigentlich, dass man Friedenspolitik als Querschnittaufgabe über alle Ministerien legt. Und das ist meiner Ansicht nach ein Gedanke, der bei der jetzigen Bundesregierung noch deutlich unterentwickelt ist. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Wir haben die Bundesregierung gefragt, was sie denn tun für die zivile Konfliktbearbeitung, wo sie dafür Geld ausgeben und wo sie aber gleichzeitig Waffenexporte in diese Länder bewilligen. Das wollten sie uns erst nicht beantworten. Dann haben wir halt selber nachrecherchiert, Beispiel Kolumbien. In Kolumbien gibt die Bundesregierung im Jahr 2013 1,5 Millionen Euro aus für die zivile Konfliktbearbeitung, unter anderem für Projekte zur Korruptionsbekämpfung. Gleichzeitig bewilligt das Bundeswirtschaftsministerium und der Bundessicherheitsrat 50 Millionen Waffenexporte. Also das ist widersprüchlich und da muss die Bundesregierung, glaube ich, noch was an ihrer eigenen Einstellung ändern. Die Zahlen sind ja in der Tat auffällig. Bei der Entwicklungshilfe haben wir immer noch nicht diesen 0,7% erreicht vom Bruttosozialprodukt, die auch im Koalitionsvertrag widerstehen, zu der sich die Bundesregierung auch verpflichtet hat. Es gibt zwar Zuwächse in dem Etat, auch erkennbare, aber nichtsdestotrotz sind die natürlich nur ein Bruchteil von dem, was in der Tat in den Verteidigungshaushalt zusätzlich gegangen ist. Wir als Entwicklungspolitiker kämpfen ständig für mehr Geld, keine Frage, das tun wir. Wir sind allerdings auch gesamtverantwortlich für einen Haushalt und die politische Priorität ist nun mal, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben und hoffentlich auch künftig haben werden, weil nachhaltige Politik ist halt eben längerfristig angelegt und die können wir nicht von heute auf morgen lösen. Ob wir jetzt mit mehr Geld mehr Konflikte lösen können. Wir haben im BMZ 1,5 im Auswärtigen Amt 1,5 Milliarden für die zivile Krisenprävention. Wir haben allein für diese Krisenprävention im BMZ-Haushalt 2 Milliarden, inklusive all der Maßnahmen, die wir treffen im entwicklungspolitischen Bereich, um Armut zu bekämpfen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist nicht immer eine Frage des Geldes, sondern es gehört noch sehr viel mehr dazu, als nur über Geld zu reden. Gehen wir nochmal weg vom Geld. Ist es gelungen, das, was Frau Vogler angesprochen hat, Krisenprävention Zivile zu einer Querschnittsaufgabe zu machen, quer durch alle Ressorts? Definitiv. Das Thema vernetzte Sicherheit fährt vor allen Dingen auch die Union schon seit Jahren. Natürlich gibt es da Interessenkonflikte. Natürlich müssen wir auch da für und wieder und Prioritäten auch setzen. Dann müssen auch mal Dinge besprochen werden, wo die Priorität gesetzt wird. Aber im Prinzip ist das so. Wir haben im Weißbuch
Gesetzbuch des Verteidigungsministeriums von 2006 genau die Priorität der zivilen Krisenprävention dezidiert an erster Stelle auch verankert. Dort steht es drin, dass bevor überhaupt militärische Maßnahmen ergriffen werden, und Deutschland steht dafür, dass wir zunächst die Friedenspolitik und die Konfliktlösung suchen, Ukraine ist wiederum ein gutes Beispiel dafür. Gerade mit dem vernetzten Ansatz hadern Sie, habe ich bei der Vorbereitung gelesen. Vernetzter Ansatz meint, dass man militärische, polizeiliche, aber auch zivile Mittel miteinander koordiniert, aufeinander abstimmt und was alles dazugehört. Warum hadern Sie genau mit diesem Punkt? Naja, zum einen ist es doch so, dass man da nicht von einer Kooperation auf Augenhöhe sprechen kann. Wenn die Bundeswehr 32 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung hat, entsprechendes Personal, entsprechende Kapazitäten und es auf der anderen Seite, auf der Seite der Zivilen, ganz anders aussieht, um jede Person und jeden Euro gekämpft werden muss, kann man da nicht von einer gleichberechtigten Kooperation sprechen. Und wir glauben, dass genau dieses Setzen auf die militärische Karte Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Wir müssen die zivile Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung rein zivil denken. Ansonsten wird sie immer nur zu einem Feigenblatt auf einer letztlich militärisch dominierten, sicherheitsbestimmten Außenpolitik. Und an der Stelle müssen wir bei Gelegenheit weiter diskutieren. Frau Vogler, vielen Dank heute Morgen. Auch Ihnen, Frau Freifahr, vielen Dank heute Morgen. Ich höre, dass die Sitzung in diesen Minuten, Sekunden beginnt.